Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch meiner Meinung nach zwei zu kleine YouTuber. Das bedeutet, ich zeige euch zwei YouTuber, die meiner Meinung nach zu wenig Reichweite haben. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und schreibt mir gerne in die Kommentare weitere YouTuber, die gut sind und die vielleicht auch etwas kleiner sind. Also tut's gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da jemanden kennt. Ansonsten fangen wir direkt mit dem ersten Kanal an. Der erste Kanal hat, vor ein paar Tagen die 100.000 Abos geknackt. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an Sleepy Tim. Das ist ein echt cooler YouTuber, schaue ich auch manchmal rein. Vielleicht lasse ich auch da mal ein Abo da, könnt ihr echt gerne mal vorbeischauen. Und zwar tut dieser YouTuber nicht normale Videos, News, Leaks, sonst was, so in die Richtung, was ich so eher mache, sondern schaut sich so eher Bugs an, tut ja versuchen in 24 Stunden oder halt versuchen gebannt zu werden oder benutzt so viele Glitch in Fortnite wie möglich in der Runde. Dann macht er mal so ein bisschen, bisschen weniger Trolling, aber auch zum Beispiel Voice Changer und so. Also echt funny Videos zum nebenbei mal schauen. Schaut da unbedingt mal vorbei. Link ist in der Beschreibung. Er macht echt unterhaltsame Videos. Also schaut euch irgendein Video davon an. Ich garantiere es euch, ihr werdet auf jeden Fall dranbleiben. Und der zweite YouTuber von heute ist auf jeden Fall schon kleiner. Es ist ein 35.000 Abonnenten-Kanal, macht Fortnite-Videos und ist echt für die Reichweite, die er hat, ziemlich gut. Und zwar tut dieser YouTuber versuchen, in so kurz wie möglichen Videos versuchen, die neuesten News-Neuigkeiten über das Spiel Fortnite zu bringen. Und zwar rede ich von Mobile Zocker. Den habe ich auch abonniert. Also dort könnt ihr auf jeden Fall schön vorbeischauen. Dort müsst ihr nämlich auf jeden Fall vorbeischauen. Denn wenn ihr kurze News haben wollt, schaut euch die Videos an. Die gehen eher so 2-3 Minuten, manchmal anderthalb. Also echt informative Videos in kurzer Zeit. Also falls ihr nichts verpassen wollt, nebenbei, ich mache ja auch nicht über jede kleine Einzelheit ein Video. Ja, schon ziemlich. Also schaut auf jeden Fall dort vorbei. Kann ich auch nur empfehlen. Und wo wir gerade von kurzem Video sprechen, ich würde sagen, das war's direkt vom Video. Wir sehen uns 15 Uhr Montag, Mittwoch und Freitag zu einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.